Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, und neues Rathaus, das heißt drunter und drüber. Ja, warum eigentlich drunter und drüber? Aber das Town Hall wurde hier abgegradet von mir. Ich bekomme jetzt plus 5 Hero Boost, Power Boost, Resource Boost und Star Bonus Boost. 4 Tage lang. Finde ich sehr, sehr cool. Ich finde vor allen Dingen die Animation sehr, sehr gut. Und ich weiß nur nicht, ab wann das immer läuft. Läuft das erst ab dann, wenn du hier reinkommst ins Spiel, oder läuft das ab dann, wenn du das Rathaus gemacht hast? Das ist jetzt die, das wäre jetzt eigentlich die Frage. Aber man kann hier, glaube ich, nachgucken, wo man hier den Boost hat. Ich muss jetzt mal eben gucken. Ich muss mich sowieso mal eben orientieren, da ich jetzt schon länger nicht in dem Dörfchen hier war. Und 3 Tage, 23 Stunden. Okay, das läuft dann wahrscheinlich erst ab dem, wo ich hier reinkomme ins Spiel, denn das Rathaus ist schon länger fertig, hatte ich im Discord gesehen. Aber ich war noch nicht auf dem Account drauf und deswegen wusste ich das nicht, muss ich mal so sagen, wusste ich das nicht. Aber warum eigentlich drunter und drüber? Warum drunter und drüber? JJ und Khan, bitte dran denken, die CW-Burgen zu füllen. Ja, noch 40 Minuten, es fehlen noch Angriffe. Bitte kommt ins Spiel zur Absprache und so weiter und so fort. Also ich war ja jetzt ja hier auch so ein paar Tage nicht. Meine Rathaus 9 Accounts haben Helden gelevelt. Der hier hat sein Rathaus hochgeknüppelt. Und so weiter. Dann habe ich auch nach der Liga keinen einzigen Clankick gespielt. Aber die Leute haben ihn Clankick gespielt und wir haben ihn verloren. Wir haben ihn verloren. Den letzten Clankick, damit ist unsere Winstreak, unsere Strecke hier auf Null. Denn uns wurde ein Perfect vorgelegt. Den hätten wir auch kompensieren können, denke ich mal. Ich weiß es nicht genau. Aber hier haben dann einige gar nicht angegriffen. Der Khan hier hat gar nicht angegriffen. Esel nicht das zweite Mal. Sigi auch nicht. Und hier unten Lancelot und Bob. Aber die konnten wahrscheinlich dann auch nicht mehr so viel ausrichten an der Stelle. Und deswegen ist das wahrscheinlich, ist das Kind hier im Brunnen gefallen oder so, keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau, aber wir wollen mal hier anfangen mit dem Dörfchen hier. Was machen wir denn eigentlich als erstes? Ich würde sagen, wir holen erstmal die Queen aus dem Shop, so nenne ich das ja. Oh, es gibt ganz coole Angebote hier. Die sind mir heute Morgen schon aufgefallen. Allerdings nichts für mich. Das Town Hall 9 Paket, die 21,99 €, das finde ich. Oh, eine Level 10 Queen, okay. Krass. Ist das neu, das Paket? Gleich eine Level 10 Queen, okay. Naja, okay. Machen wir mal nicht. Machen wir mal nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt die Queen so nehme hier, dann ist das Paket sowieso kaputt. Gucken wir mal. Dann habe ich das nicht nochmal, ne? Dann gibt's das nicht. Ja, dann gibt es noch ein ganz, ganz normales Town Hall 9 Paket. Aber immerhin auch mit netten Ressourcen. Muss man mal so sagen. Echt nicht schlecht. Okay. Was brauchen wir denn eigentlich, damit wir gleich ganz billig uns eine Base kopieren können? Ich glaube, wir brauchen nur Mauern, ne? Wir brauchen nur ganz, ganz viele Mauern dafür. Denn ich bin ja ein ganz, ganz fauler Base-Builder. Also ich bin gar kein Base-Builder. Und deswegen klaue ich mir meistens Bases hier. Wer ist denn hier so Rathaus 9? Emma. Uff. Emma. Uff. Ja, Frauen. Frauen sind immer kreativ, ne? Frauen sind immer kreativ. Und dann können wir uns das Layout hier mal kopieren. Wir nehmen das mal hier in Copy und packen das mal zu irgendeiner Village. Warte mal, da. Ich würde sagen, wir nehmen den da. Okay, das ist doof. Das ist ein bisschen dösig. Das müssen wir nochmal canceln. Denn wir müssen hier noch so ein paar Sachen erstmal aufsammeln, damit das auch in so eine Base hier reingeht. Oh, so viel habe ich gar nicht aufzusammeln, sehe ich gerade. Ich habe gar nicht so viel aufzusammeln. Oder ist das hier irgendwo noch zwischen? Nee, ne? Nee, hier ist nichts mehr zwischen. Okay. Hier ist nichts mehr zwischen. Dann machen wir das mal nochmal. Warte mal. Visit. Einmal visiten. Nochmal versuchen zu kopieren. Und mal sehen, ob ich es jetzt irgendwo sauber reinkriege. Jo, jetzt geht es. Eben noch den Altar hier hinstellen. Oder was das auch immer sein soll. Safe. Ich weiß, ich habe jetzt... Ich habe natürlich jetzt irgendwo freien Platz, das ist klar, weil ich noch nicht alle Sachen draußen habe. Aber das kann man natürlich, dem kann man Abhilfe schaffen, indem man in die freien Plätze erstmal hier so, was weiß ich, hier so ein paar Bauhütten reinpackt und
dann hier die, ich nenne es mal so, die Löcher mal so ein bisschen stopft hier. Muss ich mir natürlich nachher dann angucken, wie das Ganze denn eigentlich im Original hier aussieht. Hier können wir auch einmal nach da rutschen, dann haben wir da auch kein Loch mehr. Und hier können wir auch nach hier rutschen, dann haben wir auch hier kein Loch mehr. Ja, perfekt. So kann man es eigentlich ganz gut machen. Und um das Ganze natürlich zu überprüfen, ob das auch wirklich so ist, kann man hier einmal in Edit Layout reingehen und kann sagen Scout View. Dann sieht man eigentlich noch, dass ich da noch ein Loch habe. Okay. Dann sieht man, dass ich hier noch ein Loch habe. Jetzt ist es weg. Und da fehlen so ein paar Mauerstücke, aber ich glaube, die fehlen vermutlich generell. Ja, wir safen das mal ab. Ist ja auch immer langweilig, immer nur meine Base hier zu nehmen im Rathaus 9 Bereich. Aber was ist eigentlich wichtig hier beim Drunter und Drüber? Beziehungsweise was ist eigentlich für mich immer wichtig? Für mich ist eigentlich immer wichtig, okay, ich habe jetzt keinen Hammer, ich könnte jetzt die Queen nochmal leveln. Das mache ich eigentlich mit allen Dörfern. Mache ich eigentlich mit allen Dörfern. Aber wir lassen sie, glaube ich, erstmal auf Level 1. Dann können wir noch ein bisschen farmen. Wir können dann im Moment noch nichts forschen, denn wir müssen das Ding erstmal upgraden hier 2 Tage. Aber das mache ich auch nicht als erstes. Ich mache immer als erstes die Armeelagerleute. Die laufen nur 2 Tage und da kriege ich eh nicht alle unter. Ich mache immer die Clanburg zuerst. Die läuft auch nur 2 Tage. Also Rathaus 9 ist schon. Oh, da ist ein Loch. Sehe ich da an, da bei der Riesenbombe. Okay, da müssen wir hier auch noch mal eine Bauhütte reinpacken. Und auch hier hinten ist auch noch ein Loch. Oh, jetzt. Ja, okay, so passt es. Und 2 Tage ist echt nicht lange. 2 Tage ist quasi, ich bin 2 Tage nicht mehr im Game. Will ich es mal fast mal sagen. Haben wir hier noch was drin? Oh ja, hier haben wir noch ein bisschen was drin. Dann können wir hier, glaube ich, alle Bauarbeiter damit beschäftigen, erstmal die Armeelager zu machen. Ah, nicht ganz. Nicht ganz, Leute, nicht ganz. Ein Armeelager fehlt jetzt noch. 2 Mille, da machen wir gleich mal einen Angriff, würde ich sagen. Und damit das hier lockig flockig auch im Pass weitergeht, 960 ist noch nicht viel. Muss ich hier immer so ein bisschen so die Tagessachen machen. Oh, ich habe das letzte Mal gar nicht abgewartet. Ich gehe dann immer sofort raus in ein anderes Dorf. Oh, ich habe die natürlich jetzt auch gelevelt hier. Ah, nicht gelevelt, im Boost. Ah, okay, das ist auch im Nachtdorf. Das ist natürlich gut. Army boostet und Helden boostet. Oh, das habe ich noch nicht. Ah, das ist ja cool. Das wusste ich nicht, Leute. Wusstet ihr das? Schreibt es mir nicht in die Kommentare, ob ihr das gewusst habt oder nicht. Also, ich wusste es tatsächlich mal nicht, dass das hier so ist. Und so, da haben wir das, das, das. Oh, da schaffen wir die Meisterhütte auch. Wunderbar. Und noch ein bisschen mehr. Perfekt an der Stelle. Der hat auch. Mal sehen, ob wir den anderen Crusher da noch kriegen. Aber da geht jetzt. Oh, nicht nochmal. Nein, nicht nochmal. Oh, er ist down. Er ist down. Okay, da haben wir jetzt aber, glaube ich, die Mauerheinis hier mitgeholfen. Und den machen wir auf 100%. Jawohl. Oh, so fängt so ein Clash of Clans Tag bei mir gut an. Mit einem 100%igen Angriff. Und dann haben wir den ersten hier schon mal drin. Mal gucken. Das Ding ist wahrscheinlich leer. Was brauchen wir denn eigentlich? Irgendwas mit Boden. Bodengift. Dann will ich mal gerade ein zweites Dorf bemühen, dass ich auch Bodengift bekomme. Jo, der Khan hat mir gerade ein paar Truppen gegeben, weil er gerade am Clanburgen befüllen war. Und dann können wir hier mal reingehen und ach, ich habe hier jetzt auch echt 4 Tage den Boost hier mit der Queen und das dem allen. Alter, das ist echt krass. Das ist wirklich krass. Und das habe ich echt nicht gewusst. Das habe ich wirklich nicht gewusst. Oh, und das ist ein Rathaus. Ich bin ja jetzt ein Rathaus 9, habe natürlich nur 200 Truppen hier, weil 220 dauert noch ein bisschen. Aber das ist ein schönes Dorf hier, also mit schönen Ressourcen. Und dann wollen wir natürlich auch mal unsere Queen auch mal nutzen, würde ich sagen. Denn die ist natürlich schon cool, dass ich die schon zünden kann. Das ist echt mal nett. Und ich muss aber, na, ich muss auch schnell den nächsten Zauber haben. Also den vierten Zauber, damit ich hier überstehe. Aber ich denke mal, hier so eine Rathaus 8 Base kriegen wir noch gerade so, die kriegen wir noch gerade so hin.
würde ich sagen, mit unseren Hoggies hier, denn die sind ja auch geboostet. Allerdings sind die jetzt noch kein Level höher, weil mein Labor natürlich noch nicht hoch genug ist. Und deswegen sind zumindest die an der Stelle, ja, Dankeschön für die Fallen hier, sind die natürlich an der Stelle noch nicht auf jetzt Level 5. So, hier hinten noch die Bauhütte nicht vergessen, die auch nicht vergessen. Und, oh, da haben wir nochmal heftig Bombe. Alles klar, aber sieht ganz gut aus. Zack, zack. Perfekt. Noch immer unseren Gift benutzt hier. Boah, so läuft das. Und, oh, da müssen wir doch mal gerade hier unseren, beziehungsweise den kleinen Gift rausholen. Ah, ist schon zu spät. Alles klar, aber die Queen hat überlebt. Auch das habe ich nicht gewusst. Stimmt. Ich hab die ja jetzt schon auf Level 6 erstmal die nächsten Tage. Und das ist sehr, sehr cool. Aber ich kann gleich das nächste Armeelager hier anstarten. Und wir können allerdings noch ganz, ganz kurz was raushauen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen teuer. Muss ich eigentlich noch blitzen hier für einen Pass? Ah ja, okay, ich muss noch einmal blitzen für einen Pass. Ob das dann immer so passt, weiß ich gar nicht. Aber mit den Hog Riders ist mir das jetzt ein bisschen teuer. Deswegen nehmen wir mal normalen. Wir nehmen mal ein paar Riesen hier. Ich würde sagen so 15 Stück. Dann ein paar Päcker. Drei ist immer in Ordnung. Ein paar Mauerbrecher. Dann nehmen wir ruhig mal ein paar mehr mit. Und 9 von denen. Und ein paar Zauber. Okay, Sprungzauber fehlt mir natürlich jetzt, ja. Also da fehlt es jetzt doch noch so ein bisschen an etwas. Dann machen wir das so. Dann machen wir das mal so. Und holen uns hier aus dem Shop. Was hier drunter und drüber geht, auch im Shop. Das sieht immer unordentlich. Na, nicht unordentlich aus, aber. Was haben wir denn hier eigentlich an Ressourcen, die wir sofort kriegen? 10 Sekunden, 10 Sekunden, 8 Sekunden. Wir können ja den einen Bauarbeiter zumindest noch für die Sachen hier gerade benutzen. 3 Tage, 3 Stunden, 8 Stunden. Traps, die gehen eigentlich sofort, ne? Ja, Non. Non hört sich immer gut an. Die Fallen gehen sofort. Und da haben wir nochmal zwei Stück von denen. Wo sind denn eigentlich meine Luftabwehren? Die sind hier unten. Ich glaube, da sind die dann etwas besser aufgehoben. Hier einmal und ziehen wir noch eine hier oben hin, würde ich so sagen. Und dann haben wir die Traps raus. Perfekte Ressourcen Defenses. Ah, die Defenses dauern eigentlich ein bisschen. Die dauern mir ein bisschen zu lange, obwohl eine Minute der hier. Die können wir noch mal eine Minute gerade machen. Da ist ja nichts geboostet. Jo. So, da ist der Bogenschützenturm oder das Klappergestell, wie es Reimer gesagt hat, fertig. Und mal sehen, Ressourcen, 10 Sekunden, 10 Sekunden, 10 Sekunden, 10 Sekunden, 8 Stunden. Ich mache das mal eben ohne euch. So, fertig, 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 fertig. Ja, wer jetzt aufgepasst hat, ich habe jetzt 4 Gems ausgegeben. So, letzte Armeelager soll in jedem Fall laufen. Aber wir können vielleicht noch was machen. 3 Mille. Oh ne, ich glaube, wir machen nichts mehr. Ich glaube, wir machen nichts mehr. Wir sparen mal. Wir sparen mal, also 2 Tage. Ich könnte es natürlich jetzt ein bisschen beschleunigen. Denn ich habe ja 3 Tage Boost. 2 Tage dauert jetzt das hier. Und da können wir vielleicht mal. Wir nehmen die 3 einfach mal hier. Wenn nicht dann, wann dann? So, wenn nicht dann, wann dann? Und ich hab noch einen Heldenbuch, aber nicht für eine Zweier Queen. Und ich habe auch noch eine dunkle Rune hier, sehe ich gerade. Okay. Uiuiuiui, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. So, einen Tag 23 habe ich hier noch Wartezeit jetzt gerade. Ah ja, okay, ich habe noch ein bisschen Wartezeit. Dann gucken wir mal. Ja, der Khan hat natürlich alle Clanburgen hier befüllt. Guter Junge. Allerdings seine sollte jetzt auch noch befüllt werden. Und ihr seht auch hier einen ganz, ganz kleinen Clankrieg. Ich meine, klar. Jetzt, wo ich nicht dabei war, mit 3, 4 Accounts bin ich dann ja auch immer hier. Aber viele machen hier im Moment Helden oder machen überhaupt eine Pause. Und die Pause hier wollte ich allerdings nicht eilen gönnen. Ich meine, hier kann ja normal weitergespielt werden, auch wenn ich jetzt nicht dabei bin. Ist ja Blödsinn, hier jetzt auf mich zu warten. Aber die können ja sicherlich auch ohne mich gewinnen oder verlieren. Also drunter oder drüber. Naja, so ein bisschen Chaos war hier schon. Allerdings nach der Liga war es dann hier auch ultra, ultra ruhig. Und deswegen ging hier auch nicht so viel, auch was hier das angeht. Ich meine, okay, da muss jetzt schon wieder ein anderer Account für rein, weil Bola haben wir, glaube ich, nach wie vor
im Moment nicht. Ich weiß auch im Moment gar nicht, wer hier mit seinem Twink vielleicht ist und kann doch ein paar Bola spenden, aber das sieht nicht ganz so gut aus. Zwei Socken, Homebutton, Zelle, 9er, 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 alles noch 9er. Also wir sind nach wie vor hier harte Rathaus 9er, deswegen muss er da ein bisschen länger warten. Ach nee, sie muss ein bisschen länger warten, Sigi. Da sieht hier keiner der Teilnehmer Rathaus 9 mal verantwortlich für die dämlichen Kleinbau. Silke in Fahrt, okay. Echt ein blöder Zeitpunkt, okay. Ja, ich weiß, ich habe den gestern gestartet, habe aber gedacht, die Leute, die wenigstens grün sind, können ja denn mal mit. Ich würde ganz gerne jetzt doch nochmal ein paar Loons in Anspruch nehmen und einen Giftzauber. So, dann kann ich mit dem Toti auch einmal spenden hier. Denn der muss das auch noch machen, der Thorsten. Schnelle Spende da. Und dann kann ich hier mal eben Zauber auch noch brown. Einen Frieszauber, den sehe ich hier jetzt nicht. Das ist auch ganz witzig, den sehe ich jetzt gerade beim Thorsten. Weil ich noch gar keinen Frieszauber hier habe, kann ich den ja auch noch nicht spenden. Das ist eine Einstellungsgeschichte, Leute. Unter More Settings, Show Only Relevant Reinforcements Requests. Wenn das auch aus ist, dann sehe ich die hier. Allerdings sieht man die auch nicht sofort, sondern man muss einmal aus dem Game raus, muss wieder reingehen. Und erst dann sieht man die Requests auch, die man nicht erfüllen kann. Also Max-Level-Truppen oder das, was ich noch nicht habe. Das ist ja der Frostzauber. Und eigentlich müsste ich den hier jetzt sehen. Oder er wurde jetzt schon gespendet. Alles klar. Er wurde jetzt schon gespendet. Aber hier sehe ich jetzt auch die... Obwohl, die 5 von Sigi habe ich eben schon gesehen. Ne? Naja, egal. Egal, Leute, wir gehen hier rein. Wir haben ja... Oh, wir haben unseren King nicht. Okay, das ist aber nicht so schlimm beim Farmen. Ist das nicht so wild, würde ich sagen. Gehen wir mal rein. Dauert das Völkchen hier jetzt zwar ein bisschen länger, also die Folge. Aber, oh shit, da habe ich gerade 600, fast 700.000 Elex weggeklickt. Aber die Achter haben sowieso immer so viel Elex, ne? Ja, sowieso immer so viel Elex über. Und da finden wir sicherlich noch einen Achter. 300.000, alles voll hier Minen und Sammler. Nur, ich wollte gerade sagen, wir brauchen ja Dunkles. Ja, vielleicht für unsere Queen. Jetzt dann ab morgen, übermorgen, dass wir die dann erstmal auf 5 hochbekommen. Und jetzt suche ich allerdings hier so einen adäquaten Gegner. Ich cutte euch mal die Suche. Suchen ist immer langweilig. Oh, der erscheint mir gut. Der erscheint mir gut hier. Oh, mal gerade gucken. Luftabwehr, Luftabwehr, Luftabwehr. Ich würde eigentlich immer die Feger friesen, beziehungsweise die Feger wegblitzen. Da ist der eine. Oh, das ist auch irgendwie so ein Neuner, der gerade so da ist, ne? Okay, das ist auch so ein Neuner, der gerade so da ist. Dann nehmen wir, glaube ich, hier mal den Blitzzauber von gestern. Ich weiß gar nicht, wie viel brauche ich denn hier. 3? Echt? 3 Stück? Okay. Reicht da nicht schon so ein Erdbebenzauber? Ah, der reicht nicht. Okay, da muss ich doch noch einen Blitz draufsetzen. Alles klar. Dann müssen wir doch noch mal einen Blitz draufsetzen. Und hier starten wir mal mit unserer Queen. Oh, so eine 6er Queen, die geht schon, ne? Dann müssen wir jetzt schon zünden. Der Feger muss weg. Alles klar, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Und dann nehmen wir mal hier die Max rein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und mal gucken, wie weit wir jetzt kommen gegen die Luftabwehren hier. In der Mitte brauche ich ja eigentlich den Wut nicht wirklich. Die Drachen, die jetzt in der Mitte fliegen, die bekommen ja null Beschuss hier. Da brauche ich die nicht wirklich. Und über der Luftabwehr hätte ich ihn jetzt gut gebrauchen können. Brauchte ich aber auch noch nicht. Okay, ja, mal sehen, hier hinten vielleicht bei King und Queen. Oder aber wenn die Luftabwehren gleich außen anfangen, auf meine Drachen rumzuprügeln, dann, okay, die hätte ich jetzt in Wut setzen können. Oh, da kommt aber schon. Da kommt die Queen schon angelaufen. Mal gucken, wie weit wir hier tatsächlich kommen. Ich habe noch ein Gift. Dann hampelt die nicht ganz so hart rum, würde ich sagen. Und mal sehen, wann wir den nehmen. Ey, komische Besen, aber der hat das alles hier schön am Rand. Da ist die Queen. Mal sehen, ob die da jetzt gleich vielleicht schon mal hinfliegen. Beziehungsweise mal etwas schneller die Lager hier machen. Die rumhampelnde Queen aufs Korn nehmen. Das war's. Okay.
und außen die Luftabwehr, oh, die Luftabwehr hier stört mich natürlich derbe, dass die ganze Zeit jetzt überlebt, aber meine Drachen müssten da eigentlich noch irgendwie hinkommen. Ich habe ja noch reichlich über hier. Perfekt. Army boosted, Heroes boosted, alles geboostet hier beim Toto. Okay. Naja, dann geht es ja doch nicht so ganz drunter und drüber hier und geht dann ja doch seinen mehr oder weniger geregelten Weg. Mal sehen, Lela habe ich ja jetzt schon, also diesen Account hier, eigentlich direkt nachdem sie jetzt, glaube ich, maxed war und ich hatte das Dunkle ziemlich voll, habe ich die auf Rathaus 9 angestoßen. Das mache ich eigentlich nicht. Normalerweise bleibe ich erst immer noch auf dem alten Rathaus-Level und mache erstmal ein paar CK-Sterne und so weiter. Das wollte ich jetzt mit der Lela nicht machen. Die soll hier durchleveln, denn das ist ja unser geborener Free-to-Play-Account. Ich meine, es sind viele Accounts von mir, sind Free-to-Play. Aber sie ist ja die Clan-Gründerin. 24 Sekunden, 21 Sekunden brauchen eigentlich Drachen von einer Ecke zur anderen. Die brauchen wir hier nicht. Und dann nehmen wir den nochmal mit 100% hier mit. Schön gemacht, Toto. 3 Sterne auf deinen Nacken. Perfekt. Oh, ja, vierfach Bonus. Oh, holla, die Waldfee. Stimmt ja, wir kriegen ja vierfach Bonus hier. In der Tat, nächster Starbonus in 6 Stunden. Ach, das war der Starbonus. Alles klar, das war der Tagesbonus. Okay, das war der Tagesbonus. Hier haben wir geblitzt. Da müssen wir noch ein bisschen was machen. 1000 Punkte. Naja, wird doch. Können wir das eigentlich nochmal machen? Ah, die ist auch... Okay. Was macht man jetzt? Die ist ja sehr Elix-lastig. Ich habe ja noch nicht so viel dunkle Truppen. Ich habe ja noch nicht so viel dunkle Truppen hier. Was können wir denn eigentlich nochmal machen? Dann nehmen wir lieber ein paar Elix-Truppen hier. Das Hogrider-Event ist ja vorbei. Nehmen hier so ein paar dunkle. 25 Stück ist viel, ne? 25 Stück ist viel zu viel. Dann nehmen wir mal nur noch die hier. Und ein paar Zauber. Dann nehmen wir auch, ich wollte gerade sagen, dann nehmen wir jetzt dunkle, aber so richtig gut ist das auch nicht. Was machen wir denn da? Aber wir haben jetzt eben gelernt, dass wir, glaube ich, hier von 4 brauchen. Einen davon. Und es fehlt einfach noch der 5. Zauber. Naja. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann scheut euch nicht, den Kanal hier zu abonnieren, Glocke stellen, dass ihr nichts mehr verpasst und vielleicht auch einfach das Video liken, aber keine Kommentare schreiben, das macht man bloß nicht. Und dann sehen wir uns in dieser Woche noch, also haltet die Ohren steif, bis dahin Leute, euer Toto Clashed.